Ja, Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Mod-Vorstellung von mir auf meinem Kanal. Heute der Flans-Mod und das werde ich euch jetzt alles mal ein bisschen genauer vorstellen, was da alles so hinzugefügt wird und was es so alles gibt. Ihr seht es hier schon, ganz links steht schon ein Jeep, rechts daneben direkt ein Panzer und dann gibt es noch einige Flugzeuge. Ich habe jetzt hier nur drei aufgestellt. Es gibt natürlich noch einige Flugzeuge mehr. Ich bin jetzt hier im Kreativmodus, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Und ja, normalerweise ist das ja dann hier so irgendwie, wenn ihr aufmacht. Aber hier oben durch die Mod, da zeige ich auch gleich nochmal, wie ihr den installiert. Könnt ihr hier oben weitermachen und habt dann hier zum Beispiel schon mal Waffen. Also kommt natürlich drauf an, welche Content Packs ihr installiert habt. Ich nehme jetzt hier vielleicht mal gerade so ein paar Waffen. Vielleicht mal einen Sniper noch. So, und damit könnt ihr natürlich auch schießen. Oder auch nicht, weil ich jetzt keine Munition habe. So, reinzoomen können wir zum Beispiel mit der Sniper jetzt. Wenn wir uns dann noch Munition nehmen, dürfte das Ganze auch funktionieren. Dann zeige ich jetzt auch nochmal gerade, was auch noch dazugefügt wird, ist hier zum Beispiel so ein Fernglas. Wenn man hier so im NPC-Dorf so ein bisschen rumstalken will, ist das auch auf jeden Fall ganz hilfreich. Und ja, was gibt es noch? Es gibt hier jetzt vier Reiter oder Tabs. Der erste hier, da sind Waffen. Hier auch diese Waffenboxen, die hier auch nochmal aufgestellt sind. Russische Waffenbox, britische Waffenbox, amerikanische Waffenbox, deutsche Waffenbox und japanische Waffenbox. Da könnt ihr dann Rechtsklick drauf machen und hier seht ihr dann, was ihr für die verschiedenen Waffen braucht. Hier brauchen wir jetzt 15 Holz und 10 Eisen. Habe ich jetzt zufällig. Klicke ich drauf und dann kriege ich die Waffe. Jetzt will ich aber noch natürlich Munition für die Waffe haben. Also 5 Eisenbarren, 2 Gunpowder habe ich ganz zufällig auch dabei. Und dann klicke ich da drauf und habe die auch. So, damit können wir natürlich dann jetzt schießen. Ist jetzt nur leider nichts da, was man abschießen könnte. An Tieren oder so. Aber ist ja auch egal. So, das Ganze funktioniert natürlich auch hier bei den anderen. Da gibt es natürlich dann immer unterschiedliche Waffen und Sachen. Hier zum Beispiel so ein Auto ist das, glaube ich. Und ja, dann wären wir hier bei den Fahrzeugen und Flugzeugen. Da gibt es hier nochmal so drei neue Crafting Tables, womit ihr dann kleine, mittlere und große Flugzeuge craften könnt. Und die craftet ihr dann durch verschiedene Sachen. Crafting-Rezepte sind auch nochmal auf der Webseite, die auch nochmal in der Videobeschreibung steht. Ja. So. Einen Moment. Genau, dann sind hier, das sind die ganzen Sachen, womit ihr Flugzeuge craften könnt. Und hier sind dann auch nochmal Rüstungsteile, die aber im Singleplayer nicht so viel Auswirkung haben. Ja, dann zeige ich mal kurz hier. Genau, wie man vielleicht eine Bombe craftet. Wie ich das denn jetzt hinbekomme. Bin mich gerade nicht sicher. Ja. Hier haben wir jetzt eine Small Bomb. So. Und da können wir natürlich noch viel mehr craften. Ja. Natürlich noch ein Benzinkanister, also für Benzin. Und ja, noch viel mehr, noch vieles mehr. Und den brauchen wir dann, wenn wir hier zum Beispiel fahren wollen. Hier brauche ich das jetzt nicht, weil ich ja im Kreativmodus bin. Mit rechts können wir dann hier sowas aufmachen. Hier können wir zum Beispiel noch zusätzliche Inventar Sachen reintun, die wir zum Beispiel jetzt mitnehmen wollen. Dann ist hier noch Bomben, die jetzt aber hier im Auto nicht viel Sinn machen ganz, und hier käme dann normalerweise Benzin rein. So, ich steige jetzt hier gerade mal aus, oder ich fahre noch mal kurz zurück. Mit wer SD fahren wir? So. Und mit E steigen wir wieder aus. So, dann haben wir hier natürlich auch noch den Panzer, dessen Sicht ein bisschen eingeschränkt ist. So.
Damit können wir dann auch fahren. Und natürlich auch. Ups, jetzt bin ich ausgestiegen. Na. Bomben einfügen. Oh Gott. So, ich fahre jetzt mal gerade dahin. So, mit R können wir hier. Nee, gar nicht hier. Hier zum Beispiel jetzt eine Bombe einfügen. Und die können wir dann auch schießen. Allerdings habe ich mir natürlich den Key nicht gemerkt. Das steht aber natürlich auch nochmal alles auf der Webseite drauf. Wie das alles geht mit den Keys und so. Auf jeden Fall sehr umfangreicher Mod, wie ich finde. Und ja, dann zeige ich jetzt nochmal gerade die Flugzeuge. So. Normale Sicht. So, damit fliegen wir auch mit WASD. Moment. Bisschen laut gerade. So. Mit Leertaste heben wir dann ab. Und hier können wir, glaube ich, auch Bomben schießen. Also, oder? Ne, hier können wir keine. Ja, doch, stimmt. Weil das die normalen Flugzeuge sind, damit kann man nur fliegen. So. Ich bin jetzt hier gerade halb am Abstürzen. Probieren wir, dass ich wieder zurückkomme. So. So, da hinten müssen wir hin. Gut, was ich jetzt auch nochmal gerade zeigen kann, wenn man jetzt hier zum Beispiel aussteigt, dann passiert nichts. Aber wenn wir da noch drin sitzen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das mit dem hier auch geht, ja, dann kann das auch schon mal explodieren. Genauso wie jetzt. Und dann zeige ich nochmal gerade die anderen Flugzeuge. So, das kleinere zeigt da so. Hier, die mittleren können schon Bomben. Bomben abwerfen, wenn ich mir da. Ja, genau. Zeige ich jetzt auch mal gerade. So. So, da fällt jetzt zum Beispiel gerade die Bombe runter. Und wir haben gesehen, die richtet auch ordentlich Schaden an. Hier habe ich jetzt natürlich noch eine größere Bombe dabei. So, ich probiere mal gerade. Das Landen ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, wie ich finde. So, naja, so geht's auch. Gut. So, dann fliege ich jetzt mal wieder zu dem großen Flugzeug hin. So. Da können wir auch wieder einsteigen, wieder mit R öffnen und hier natürlich wieder das Zeug einfügen. So. Das macht natürlich auch ordentlich Schaden, vor allem beim Starten. Da sollte man dann ein bisschen aufpassen beim Sand, wenn man in der Wüste fliegt zum Beispiel. So, ich werfe jetzt hier mal gerade eine Bombe ab. Ich hoffe, man sieht das. Sieht aber nicht so aus. Mal so ein bisschen im Kreis zu fliegen. Oh Gott. Gut. So, da sehen wir schon wieder unser Flugzeug. Ich guck mal gerade, ob wir irgendeinen Schaden angerichtet haben. Oh, jetzt bin ich ausgestiegen. Hä? Ach so. Gut. Ja, sieht nicht so aus, als wenn wir irgendwo Schaden angerichtet hätten. Wahrscheinlich ist sie dann genau ins Wasser gefallen. Da richtet die ja dann keinen Schaden an. Und ja, das war eigentlich so der Mod bis jetzt. Ich guck nochmal gerade, was hier noch ist. Ja, hier waren nur die Anziehsachen. So Rüstung und so weiter. Hier sind nochmal die Teile, die ihr euch auch, die euch aus Eisen und so weiter craften könnt. Die Crafting-Rezepte sind nochmal auf der Seite verlinkt. Da steht nochmal alles. Hier die Flugzeuge und die Waffen. Ja, damit bin ich eigentlich schon am Ende des Mods angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen.
Wie immer, lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich zeige euch jetzt noch, wie man das Ganze installiert. Und dann würde ich sagen, ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn das Video euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao. Yo, welcome back hier zu der Installation von dem Flans Mod. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das Ganze installieren könnt. Und ja, dazu geht ihr erstmal auf die Seite hier von dem Mod, Link in der Beschreibung. Und dann scrollt ihr hier erst einmal runter und seht hier unten schon Flans Mod 2.1.1 vor Minecraft 1.4.6. Funktioniert aber genauso gut auf der 1.4.7. Habt ihr eben im Video gesehen. Dann braucht ihr natürlich, also das ist dann nur der Mod, der fügt sozusagen die Rezepte hinzu, aber um die ganzen Items und Waffen und so weiter zu bekommen, braucht ihr noch die Content Packs, da könnt ihr euch dann eins auswählen. Da gibt es einmal das Geold Pack, ich nenne das jetzt einfach mal so, World War 2 Pack. Dann gibt es noch Flans Mod, Modern Weapons, dann noch Nerf Pack und dann gibt es noch andere, ja, gibt es noch ein paar andere. Und ja, da könnt ihr euch dann eins aussuchen. Ihr könnt natürlich auch alle gleichzeitig installieren. Die Installation funktioniert für alle Packs gleich. Ihr müsst allerdings dieses Geold Pack auf jeden Fall installieren, weil das die Voraussetzung für die anderen Packs, die hier noch sind, ist. Und ja, dann downloadet ihr euch hier das Geold Pack. Und wie eben gesagt, hier oben den Flans Mod. Ja, das hier ist ja auch gleichzeitig dann das Standard-Pack. Also seht ihr ja die normalen Flugzeuge da. Und hier, das ist halt nochmal, das fügt nochmal so Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg hinzu. Also Waffen und Flugzeuge, Bomben und alles. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie ihr die beiden installiert. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch hier mehr Packs installieren. Das funktioniert natürlich für alle Packs gleich. Außer dass halt dieses hier, wie gesagt, das die Voraussetzung für die anderen Packs ist. Ja, ich habe mir das Ganze hier jetzt schon gedownloadet. Natürlich benötigt ihr auch noch Minecraft Forge. Link ebenfalls in der Beschreibung. Klickt hier einfach auf Download. Holt euch das hier für die Version. Und ja, die Installation funktioniert auch für die neueren Versionen. Da müsst ihr euch dann halt nur die neueren Mods auch kaufen, sage ich schon, downloaden für die Version, die ihr eben habt. So, ich habe mir das Ganze jetzt hier schon gedownloadet. Einmal hier die beiden Packs, das Geold Pack und das World War 2 Pack. Dann den Flans Mod und den Forge Mod. Ja, ich empfehle euch, ja, sage ich jetzt gleich. Also ihr drückt erstmal Windows-Taste und R. Gebt dann ein Prozent, AppData%. Geht in den Punkt Minecraft-Ordner, wo ich euch empfehle, einen neuen Punkt Minecraft-Ordner anzulegen. Da die Mods sich gerne mal gegenseitig blocken, wenn ihr noch alte Mods oder so drin habt. Wenn nicht, muss das nicht unbedingt sein, aber ich würde es euch empfehlen. Ja, wir gehen in den Punkt Minecraft-Ordner, in den Bin-Ordner, öffnen die Minecraft-Funkjar. Mit einem Rechtsklick öffnen mit WinRAR-Archiver oder 7-Zip. Links zu den beiden Programmen jeweils sind auch nochmal in der Videobeschreibung. So, ich ziehe jetzt die hier mal gerade so ein bisschen rüber. Dann installieren wir zuerst den Forge-Mod. Allerdings müssen wir, wenn wir einen neuen Minecraft-Ordner angelegt haben, hier erstmal den in der Jar, den Meta-Inf-Ordner löschen. So, und dann markieren wir uns alle Dateien von dem Forge-Mod. Und ziehen das rüber. Per Drag and Drop. So, hier der Meta-Inf-Ordner, der hier in dem Forge ist, der muss drin bleiben, weil er zu dem Forge-Mod gehört. Und ja, während in der Installation, also wenn ihr Minecraft danach dem, nachdem ihr Minecraft Forge installiert habt, empfehle ich euch, euer Antivirenprogramm auszumachen, da sich Forge am Anfang Updates aus dem Internet zieht und die meisten Antivirenprogramme das meistens als Virus oder Trojaner ansehen, was natürlich nicht stimmt. So, ich logge mich jetzt hier gerade mal ein. So, jetzt sehen wir hier gerade, zieht er sich schon die neuesten Updates. Und wenn ihr das dann einmal gestartet habt und dann durchgelaufen ist, bis ihr im Hauptmenü seid, könnt ihr Minecraft auch schon wieder schließen und euer Antivirenprogramm wieder anmachen. Da Minecraft Forge sich nur einmal die Updates aus dem Internet ziehen muss. So, dann haben wir hier den Forge-Mod schon mal fertig. Dann gehen wir wieder in den Punkt Minecraft-Ordner und sehen dann hier dadurch, dass wir die Minecraft-Exe gestartet haben,
wo wir vorher Minecraft Forge schon installiert haben, hat sich jetzt hier ein Mods-Ordner generiert. Da tun wir dann den Flens-Mod-Ordner rein und starten Minecraft. Entweder ihr startet, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ihr startet Minecraft erneut oder damit sich hier dieser Flan-Ordner installiert. Oder ihr könnt natürlich auch einfach Neu-Ordner und dann nennt ihr den Flan, FLAN. Der generiert sich natürlich auch, wenn ihr dann den Flans-Mod in den Mods-Ordner getan habt und dann Minecraft generiert, dann generiert der Ordner sich automatisch mit. Ich habe den jetzt hier einfach mal manuell angelegt und dann müssen wir noch hier die beiden ZIP-Dateien, die wir haben, müssen wir noch entpacken. Rechtsklick, entpacken nach. So, dann haben wir hier jetzt den Ordner und in diesem Ordner ist nochmal ein Ordner und das ist das Content Pack. Deswegen mache ich hier mal ausschneiden und wieder einfügen. Und dann können wir hier diesen Ordner eigentlich schon löschen. Genau wie die ZIP-Datei eigentlich auch. Und jetzt noch natürlich noch von dem zweiten Pack wieder entpacken nach FlensMod. Dann haben wir hier wieder so einen Oberordner. Den öffnen wir, haben dann hier wieder eine README und einen Unterordner. Der Unterordner hier ist wie immer das Content Pack. Machen wir ausschneiden. So. Hier ist jetzt nichts mehr drin, außer die README, die brauchen wir sowieso nicht. Und die beiden können wir dann hier löschen. Und dann gehen wir in den Flan-Ordner und ziehen die beiden Ordner hier rein. So, jetzt zeige ich euch nochmal kurz, dass das Ganze auch bei mir funktioniert hat. So. Wie ihr seht, das mit dem Minecraft Forge funktioniert auch. Wunderbar. So. Ich stelle es hier mal gerade einfach auf Deutsch um. So. Und dann erstelle ich einfach mal eine neue Welt. So, muss ja nichts Besonderes sein. Am besten kreativ. So. Es wird jetzt wahrscheinlich etwas länger, weil ich mit Camtasia aufnehme, aber ich will ja nur kurz zeigen, dass es funktioniert hat. So, dann drücken wir E und sehen schon, hier oben haben wir jetzt zwei Pfeile. Wenn wir nach rechts gehen, sehen wir hier schon Flans Mod. Das sind die ganzen Flugzeuge und so weiter und so fort, die wir installiert haben. Und ja, den Rest habt ihr ja eben schon im Video gesehen. Und dann würde ich sagen, ich mache das jetzt mal wieder zu. Ja, bei Fragen oder Anregungen oder Problemen schreibt mir einfach in die Kommentare oder eine Nachricht per PN. Am besten ist natürlich immer in die Kommentare, da euch dann noch andere Leute helfen können. Und dann würde ich sagen, wenn das Video euch gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter, bitte mit Begründung. Und ja, wenn ihr wollt, lasst mir ein Abo da. Es kommen auf jeden Fall noch mehr von diesen Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein.